Ja, bei mir ist der Christoph Baumann. Hallo, schön, dich nochmal zu treffen. Wir haben vor Jahrzehnten mal Kontakt gehabt. Dort hast du noch eine spannende Webseite und ein spannendes Projekt geleitet. Ja, das habe ich gemacht, bis ich einfach gefunden habe, jetzt ist es Zeit, dass jemand Jünger weitermacht. Was ist das gewesen? Das ist Inforel, Information, Religion. Gibt es also immer noch? Sind sehr aktiv im Moment. Habe ich nämlich gerade heute wieder einen Instagram-Post gesehen von denen. Ja. Jetzt bist du da am Bibelstand. Was ist denn die Inforel-Gedanke zum Bibelstand? Aha, ja, das ist jetzt schon ein bisschen Insight. Ich meine, ich bin ja Mitglied von der reformierten Kirche. Und da treffe ich natürlich dann auch immer auch Leute, die ich von Firmen kenne. Ich meine, der Urs Jörg ist ein alter Bekannter. Und mit dem Jörg bin ich ja bei der ACK gewesen. Also so, ja. Jetzt bei Inforel hast du immer die einzelnen Kirchgemeinden angeschaut, so was die für Inhalte haben. Ja, also Kirchgemeinden, Religionsgemeinschaften, alles, ja. Jetzt ist der Jürg bei den Neuapostolen. Ja. Und die sind ja im Stand involviert. Was kannst du dazu sagen, als Inforel-Gründer? Ja, man muss einfach schauen, sind es die Gegensätze? Oder was ist das Gemeinsame? Mhm. Und da das Gemeinsame, das überwiegt. Oder ich meine, sie haben die Bibel, wie wir sie ja in der reformierten Kirche genauso haben. Das mit Jesus, oder der Gott Schöpfer, das ist alles gleich. Und dann können wir nachher einfach, dass es noch Unterschied gibt. Aber ich meine, das sehen wir ja schon nur mal bei Kirchgemeinden in Basel zwischen dem Zwinglihaus, wo ich Mitglied bin, und der Thomaskirche. Da sind also nicht ganz so große Unterschiede wie jetzt zwischen uns und Neuapostolisch, aber es sind auch Unterschiede. Oder wir sind die Liberalen und dort dann eher die Frommen. Ja, genau. Ja, und jetzt haben wir auch noch Mitarbeiter von den 7-Tags-Adventisten. Ja. Hast du dort auch noch, kannst du dort auch Unterschied und das Gemeinsame? Das Gemeinsame, das ist natürlich noch mehr als jetzt mit Neuapostolisch. Die kleinen Unterschiede, das ist dann, eben, sie nennen sich ja 7-Tags-Adventisten. Das heisst, sie dienen wie die Juden den Sabbat, also den Samstag, heiligen. Und sonst sind es eben auch kleine Unterschiede und Sachen, die wir hier am Stand auf jeden Fall nicht mit den Besuchern auseinanderdividieren, wenn wir auf die Einheit schauen. Wenn wir zwei, die uns jetzt ja auch schon seit Jahrzehnten kennen, schauen, wo sind wir anderer Meinung, ja, dann kriegen wir uns vielleicht in die Haare. Und wenn wir schauen, wo sind die Gemeinsamkeiten? Ja, und da sind eine Waagschale, dann ist die Waagschale mit dem Gemeinsamen, die geht dann so runter. Ja. Und eben, wenn man sonst immer nur geht Unterschiede suchen, ja, dann geht man nie hin. Sehr schön, das finde ich passt sehr gut an unseren Stand, weil ich glaube, das Gemeinsame ist die Bibel, ist Gott, ist Jesus, die Geschichte dazu. Ja. Spannend. Ja, gut. Hey, hat mich gefreut. Ich hoffe, du findest wieder Anschluss an deine Truppe da.